Oh, ich habe den Review vergessen. Muss mal schnell mal machen. Mal schnell ein Review durchballern, das ist wichtig. Aber wir entwickeln mittlerweile hart an dem ganzen Ding. Also da ist schon ordentlich was am Werden. Oh, okay. 2D-Kunst ist noch Katastrophe. Der Rest wird schon so langsam. Wir machen eine Iteration. Ja, wir müssen dann auch, wir werden auch definitiv gleich auf 2 Etagen hochbauen, ja. Also die 2. Etage kommt dann ja auch noch, ja, und dann geht's da auch wieder weiter. Also ich sehe da tatsächlich große Dinge auf uns zukommen noch. Und da werde ich auch relativ bald hingehen. Also die Erweiterung unseres Studios, damit alle mal schöne Büros bekommen. Dann werden wir so kleine, schnuckelige Büros machen, wo dann auch mal die Programmierer-Meetings abhalten können, sofern die Leute dann dafür auch tatsächlich die Ausbildung haben. Da fehlt uns ja bei den Teamleitern auch nochmal ein Schlückchen. Zappes hat hier, glaube ich, Teamleiterfähigkeit. Der darf tatsächlich noch keine Meetings machen. Mir wäre allerdings das... Der hat 2 Punkte hier noch. Das heißt, wir können den auf jeden Fall... Zappes können wir dazu bringen, dass er für den Support auf jeden Fall noch Leute einstellen kann, selbstständig. Und auch noch Meetings halten kann. Wäre eine geile Geschichte. Bei Markus, der hat 3 Punkte noch. Da wird es gar kein Problem. Den könnte man noch multitasken lernen lassen. Paul sehen wir hier oben noch. Der hat 4 Punkte. Das heißt, hier 2, 3. Da ist auch nochmal 1 offen. Da könnte man überlegen, ob man ihn vielleicht noch in die Richtung Automatisierung gehen lassen tatsächlich. Wäre auch eine interessante Nummer. Also da sehe ich noch große Sachen für auf uns zukommen. Wir haben aktuell noch keinen Raffle offen, tatsächlich. Das machen wir dann erst. Ich weiß noch nicht, wie viele Teams wir heute noch machen. Und nicht, dass der Raffle dann ewig offen ist oder wir dann am Ende niemanden wählen. Da müssen wir mal gucken. Erst sobald wir einen haben, ein neues Team, dann mache ich den Raffle auf. So, wir sind mit Druckaufträgen. Da sind wir jetzt auch ziemlich fertig. Das heißt, wir könnten mal einen neuen Auftrag annehmen. Hier Office 9 könnten wir mal drucken bis Dezember. Ja, das schaffen wir. Und der hier auch bis Dezember 300.000. Müsste klappen. So, dann sind wir wieder ausgelastet mit den Druckereien. Könnten auch wieder neue Drucker kaufen, ne? Oder wir erweitern den Druckraum, ne? Auch ein bisschen, auch eine Idee, ne? Wir sind bei der 50%. Dass die Künstler ein bisschen nachhängen, das ist aber kein Problem. Designer hat not the demands met, okay. Was haben wir hier noch? Krank gemeldet. Ja, gut. So. Leute, bald 50%. Nächster Review geht gleich durch. Z-Büro 2 wird auf jeden Fall der... Z-Büro 2 wird so ein ganz, ganz heißes Teil, ne? Update machen wir auch gleich noch für morgen rein. Ja, damit wir hier wieder ein paar Bugs rausfixen können. Wie gesagt, aktuell halten wir hier unseren Stand. Die Qualität ist nach wie vor gut. Prominentes Marketing, also die Software verkauft sich wie geschnitten Brot, aber ist halt alt. Ja, das, also wer Z-Büro 1 noch mag, der kriegt es noch, aber es ist halt nicht mehr das Neueste vom Neuen. So, dann gehen wir jetzt hier mal ganz kurz her und schauen mal, 50% Code, dann so die Hälfte fertig. Da könnte man doch eigentlich mal ein Review dann machen, oder?
morgen. 1,1 Millionen, wir machen immer noch Plus. Wenig, aber auf jeden Fall. Na komm. Review. Raus damit. Den Druck limitieren, ja, das machen wir dann, sobald wir Z-Büro 2 in den Start bringen, limitieren wir 1 schon vorher weg. Das verkauft sich dann immer noch, aber halt langsamer. So, wir haben schon 5,4 Gesamtpunktzahl. Leute, das wird, ich glaube, gut, ne? Also wir holen uns schon die letzten Problemchen, die letzten Problemfelder werden hier schon angegangen. Das könnte eine solide gestandene Software werden. Dann würde ich fast sagen, wenn die Iteration durch ist, könnten wir eigentlich mal ganz entspannt, könnten wir mal eine kleine Presseversion rausgeben, ne? Also wir könnten mal einen Hype erzeugen. Dann werden wir dann das Marketing für Z-Büro 1 mal langsam so ein bisschen in den Griff bekommen. Also pass auf, das können wir zumachen. Da sind wir Marketing und das ist Marketing Pressemitteilung, schreiben wir schon. Den Hype brauche ich nicht. Pressemitteilung läuft. Da sind wir am Texten noch. Okay. Dann würde ich sagen, Presseversion geben wir raus. Und schauen mal, was die sagen. So, Verkaufszahlencheck. Wir sind bei der 1.2.3 Version. Aktuell. Die Rückgaben werden weniger, deutlich weniger, seit wir Updates veröffentlichen, glaube ich, wird das deutlich besser. Mal schauen, ob das sich ein bisschen hält. Wie gesagt, ist noch aktuell. Das ist okay. So, Software. Was haben wir hier? Huch, Moment. Okay, wir haben Z-Büro 2 von Zwergsoft in die Hände bekommen für einen kleinen Testlauf. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen mehr Werbung betreiben. Das war beim letzten Mal die Kritik. Ja, die wissen immer noch nicht, wer wir sind. Das heißt, wir müssen jetzt mal werbetechnisch mal ordentlich in den Markt reindrücken, ja. Und hier mal ein bisschen mehr Werbung machen. Aber wir machen ja Werbung. Die wissen einfach immer noch nicht, wer wir sind, weil wir halt einfach einen viel zu kleinen, wir haben einfach einen viel zu kleinen Fanbase oder viel zu kleine Fanbase für unsere kleine Microsoftware. Wir haben, ihr seht schon, noch nicht mal ein Herz und wir brauchen mindestens ein Herz bei der Anerkennung, damit wir überhaupt mal bessere Berichterstattung bekommen dafür. So, schauen wir mal. Ich glaube, das wird okay. Wie gesagt, wir halten unser Geld damit über Wasser, bis wir Z-Büro 2 bringen. Und das ist gut. Das ist gut so. Lassen wir das mal laufen. Und da wir ja unsere alte Software weiterhin updaten und immer weiter neue Sachen kommen, ja. So. Wie kann das ein Beta-Review sein, wenn die Software noch in der Alpha ist? Ja, das ist so ein, weißt du, die sagen das halt und wir sagen das okay. So, die nächste Peer-Review machen wir bei so ungefähr, sagen wir mal, 70% und die letzte bei 90%. Ich will noch zwei Stück durchziehen, damit wir einfach noch das Bestmögliche rausholen können. Nebenbei Abendessen, Trupsen, das lass dir schmecken. Also man wird, denke ich mal schon, die Verkaufszahlen werden nicht besser. Sie fallen nur nicht mehr so heavy ab. Ja, sie halten sich eher so halbwegs so ein bisschen, aber werden irgendwann weniger werden. Also das wird immer weniger, weil es dann einfach eine alte Software ist, ne? Auch wenn wir da ständig neue Updates rausballern, das hilft nicht ewig. Das hilft nicht ewig. Es soll ja auch nur überbrücken gerade. So, wir könnten hier eigentlich nochmal ein Mikro-Update machen. Wir sind null in Warteschlange. Ja, warten wir noch ein bisschen, bis da noch ein paar Bugs zusammenkommen. Können wir noch mal ein kleines Update hinterherballern. So, wie schaut die Vermarktungsgeschichte aus? Ist okay, läuft noch alles, das ist gut. Wie schauen eigentlich unsere Finanzen aus gerade? Wir machen 21k ungefähr.
Wir haben keinen Kredit mehr am Start. Dafür haben wir auch keine Aktien. Unsere Investments, eine 250.000 haben wir angelegt. Da haben wir 3.000 plus mittlerweile gemacht an Zinsen. Ja, ist okay eigentlich. Das können wir lassen. Genau, wir bringen keine Tech-Updates mehr. Weil wir ja die ZBüro 2 ja auch verkaufen wollen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, wie es so ist. So, machen wir das mal so, damit die Prioritäten verteilter sind. Aber unsere Marketing-Leute tun sich da echt schwer mit, ne? Wir haben aber auch nur zwei Marketing-Leute, ne? Also das ist schon, unsere Marketing-Abteilung ist deutlich zu klein für das, was wir eigentlich bräuchten gerade. Also unsere Marketing-Abteilung ist deutlich zu klein. Wir brauchen eigentlich da mehr Leute für. Nicht mal im Support, eher im Marketing. Der Support kommt gut hinterher. Hey Claudius, dir auch einen wunderhübschen guten Abend. Grüß dich, hi. So, wir machen hier ein Review nochmal. Ja, ich denke, wir werden Marketing wird auch so eine der ersten sein, die da mal so ein kleines Upgrade bekommen, ne? 6,7, Alter. Uff. Okay. Dann machen wir jetzt, während die das machen, machen wir hier ein kleines Update. Haben unsere Teams was zu tun? Habe ich das gepausiert? Ach so, ja, klar. So, 8000 aktive Nutzer nur, ne? Also es geht jetzt auf jeden Fall nach unten. 1.2.4 Version ist draußen. Sag Pyro will, dass wir schon wieder rausgehen aus der in die nächste Entwicklung reingehen. Das Ding ist, das hier verdient uns ein bisschen Geld, ne? Also das ist ja auch eine Gelddruckmaschine, solange das läuft. Das läuft ja nicht mehr ewig, das läuft noch 52 Tage. Das würde ich tatsächlich so lange, wie es läuft, noch mitnehmen und die Designer damit beschäftigen. Ich meine, wir könnten es pausieren und zur Not laufen lassen. Aber da würde ich ganz gerne abwarten, wie ZBüro 2 ankommt. Ja. Ja, wobei. Wir haben jetzt Oktober, im Juni kommt's raus. Haben sich da mittlerweile andere da drumrum arrangiert? Nee, ne? Hier kommen wir raus. Kommt hier irgendeine andere? Hier kommt noch eine Bürosoftware. Office 9 kommt raus! Ah, und ein halbes Jahr später kommt unseres raus. Okay, unangenehm. Ja, okay, wir haben... Ja, da ist ein halbes Jahr tatsächlich Zeit. Das kann schon interessenmäßig abflachen bis dahin. Die haben sich auf jeden Fall... Office 8 ist ja immer noch im Verkauf und die haben okayische Zahlen. Ich meine, Letter 3 ist auch immer noch krass, ne? Die haben jetzt gerade den absoluten Verkaufsschlager. Ja, ich weiß, wir drucken Office 9. Ich dachte bloß nicht, dass es vor uns rauskommt. Ich hätte eigentlich gedacht, das kommt nach uns raus. Späti, den Druck zu sabotieren bringt nichts. Das kannst du machen und den Druck verzögern. Die werden trotzdem ihre Einheiten drucken. Das Problem, was du damit erzeugst, ist allerdings ein ganz anderes. Nämlich, du musst eine Riesenstrafe zahlen, wenn du das nicht hinbekommst. Das hatten wir einmal, das hat uns unser halbes Budget weggefressen. Das ist wirklich hart. Also wenn du den Druck nicht fertig bekommst, also da achte ich auch ganz, deswegen ist das immer so eine Sache, da achte ich schon drauf. Weil den Druck nicht fertig zu bekommen, ist das Blödste, was dir passieren kann. Ja, jetzt so langsam gehen uns geht uns das Ansehen hier runter. Also das kriegen wir nicht mehr weiter gefixt, das alles. Das kriegen wir nicht mehr weiter gefixt. Ich denke, es macht durchaus Sinn... Warte mal kurz, wie lange würden das dauern? Name ist Z
Z2D. 1 selbstverständlich, Z2D1, das wird ein 2D-Editor werden, Kategorie ist Default, Preis ist mir egal. Wir machen das nicht als intern, wir machen das schon als Verkaufsvariante, aber nutzen dann halt natürlich intern, wenn er gut ist. So, wir geben ihm mal ein bisschen Tech 1 Sachen rein, da wären wir optimal. Publisher machen wir alles selber, Design Team 1 ist drinnen. Entwicklerteams sind die anderen beiden. Jo. So, dann 77 Krötis würde das Ding kosten. Wir können daraus ein New Framework machen. 2D Frame. Warte mal kurz. Z2D Frame 1 nennen wir das. Nee, lassen wir den Frames mal weg. Das kostet mich jetzt am Anfang noch zu viel Power. Nee, das lassen wir mal, da sind wir unbekannt. So, wir nehmen hier ein paar, die noch hauptsächlich Nutzer haben, nehmen wir mit. 2 Jahre dauert das nämlich jetzt so. Wir verschwenden 10% Interesse. Ich nehme die höheren Tags nehme ich erst, wenn ich mehr Leute ausgebildet habe. Denn aktuell können nur wenige von uns Tag 2 oder gar 3, ja. Und deswegen lasse ich die jetzt erstmal weg und versuche die 100% Interesse abzugreifen. Lead Designer. Lead Designer ist Bobby. Ach, das war doch der Stinker. Entschuldigung, ich wollte das so nicht sagen. Ja, 3 von 5, 9 von 8 Programmierer fehlen uns ein bisschen, 4 von 2. Ja, okay. Creativity Score 67%. Wenn ich jetzt jemand anderen nehme, Paul zum Beispiel. Paul kann es gar nicht, ne? Riley? Da ist Bobby tatsächlich der Bessere, ne? Ja, okay. Ab dafür. Wir können die Werbung für Z-Büro 2 erst dann reinhauen, wenn wir weiter sind. Also wenn das wirklich schon so ein bisschen in etwas festeren Schuhen steckt. Jetzt können wir aktuell nur im Prinzip die Pressemitteilung schreiben, aber die ist noch nicht fertig. Da fehlt uns Text, weil unsere Marketingleute einfach viel zu klein sind. Was wir machen könnten, ist natürlich zu sagen, hey, pass auf, wir verlegen jetzt mal die Toiletten zum Beispiel darüber, ja, nutzen den Raum als etwas größeren Toilettenraum und verlegen jetzt mal die Marketing-Leute einfach mal, weil die haben ja ehrlicherweise, sind wir ehrlich, die Armen sind ja auch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ne? Das ist doch was Neues und ich finde es einfach nicht. Irgendwo ist da was. Ja, okay, wir machen eine kleine Erweiterung. So, dann nehmen wir hier die Wand raus. So, den Teil lassen wir. Hier könnten wir dann mit den Fenstern was machen, aber das schaue ich jetzt mal gleich. Bis dahin können wir auf jeden Fall gehen. Gut. Also 8 Quadratmeter. Wow. Ja, das wird gut. So. Quadratmeter, 8x8 Quadrat, 64 Quadratmeter. Achso, ja, stimmt, natürlich, Donkey. Natürlich. Hast du recht.
den Raum mal verkaufen wir gleich. Da machen wir jetzt erstmal ein bisschen mehr. Was haben die für den hatten wir die alten Tische gegeben, ne? Die haben Umgebungsbonus gegeben. Aber die Glastische geben einfach noch mehr Umgebungsbonus. Haben wir irgendwas, was noch mehr gibt? Oh, wir können hier auf jeden Fall ein paar neue Sachen machen. Effektivität geben die Tische. Und Stimmung. Ah ne, das ist ein Wallshelf. Okay. Das gibt Stimmung? Das ist ja ein bisschen traurig irgendwie. Kriegen sie mal zwei. Kann ich da noch irgendwas anderes draufpacken? Ja, geil. Ey, Dankeschön, Häbchen! Guten Abend. Ey, dir auch! Dankeschön für den Prime 19. Vielen lieben Dank dir. Vielen, vielen lieben Dank dir. So, Leute. 2, 4, 6, 8, 9 Leute sind da jetzt in dem Team drin. Das heißt. Das sind, warte mal, drei. Ah, ne, das ist ein bisschen dämlich gerade. Lass mal Folgendes machen. Ja, ja, Mick, alles gut. Mit dem Brandschutz sind wir noch. Wir sind noch gar nicht dabei. Wir müssen auch noch viel mehr machen. Pass mal auf, Wacht. Also pass auf, Wacht. Eins. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kommt der da hinten durch? Schon, oder? Dann mach mal, warte mal, mach mal anders. So. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stühle. 7, 8, 9. So. Die brauchen nämlich hier. Kriegen nämlich hier so eine Espresso-Maschine rein. Ja. Muss drin sein. Eine Espresso-Maschine. Kriegen die auch noch eine Uhr? Super Quapples. Nice, nice, nice.
Geil. Ja, gefällt mir. So. Also, wie gesagt, der Raum hat... Warum zeigt der eigentlich nicht an, dass der jetzt irgendwie total katastrophal beheizt wird? Oder es ist ja keine Heizung drin eigentlich. So, das ist jetzt drin. Ist das jetzt in Ordnung? Schon, ne? Glaube ich. So, wir brauchen aber jetzt auf jeden Fall noch hier Rauchmelder und Sprinklers. So, pass auf, acht. Ich hoffe, das reicht so. Mal schauen. So. Ja, wir, Pyro, wir müssen auch noch einiges machen, ne? Also wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben hier auch keinen Lampen noch drin, im Übrigen. Nee, passt so. Nix. So wenigstens ein bisschen Abgrenzung, damit ihr so ein bisschen wenigstens so teileweise so ein bisschen Privatsphäre hat. Weiter kann man es nicht machen, weil wir das richtig. Wir machen das schon richtig zu, das Ding, ne? So, Licht wollten wir noch machen. BS_Gaming_2019 schenkt einen Sub an Dark Pyro 4155. Vielen lieben Dank für den Verschenken. Pyro im 13. Vielen Dank da. Mensch. Dankeschön. Geil. Das geht nicht, weil die Pflanze drunter steht, oder was? Kein Problem. Okay. So. Dann brauchen wir hier noch ein paar Kleinigkeiten. Ein bisschen was. So, jetzt brauchen die natürlich noch Rechner. Die haben noch gar keine Computer drauf. Boah, die werden sich freuen, ey. Oh. Christoph, wunderschönen guten Abend. Dr. Mo sagt, schick. Ja, schon. Die Bude hat langsam, so, kriegt jetzt so langsam ein bisschen Feeling, ne? Ungefähr, man kann so ein bisschen nachvollziehen, was die jetzt mal werden sollen, ne? Wenn sie groß sind. Ah, jetzt werden wir auf jeden Fall gleich Presseberichte schreiben können, dass die Schwarte kracht, ne? Also. So, dann brauchen wir noch mal ein bisschen Kleinigkeiten.